Ordnung schaffen. Die Sachen... Ich hab dir die Sachen gewaschen, die du anhattest. Ich werde dir Kleidung von meinen Nichten besorgen, bis wir dein Gepäck zurückkriegen. Darum kümmert sich nämlich Ramayo. Und ich habe dir deinen Lieblingsnachtisch gemacht. Wie du siehst, habe ich es nicht vergessen. Hä? Danke. Ach, meine süße Kleine. Du wirst schon sehen. Dieses Zimmer wird bald zu deinem Zuhause. Wozu, Olga? Wenn wir doch dauernd von einem Ort zum anderen ziehen und wieder zurück. Gut. Nun gut, dieses Mal könnte es doch anders sein. Du weißt doch, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Ich muss dir mal eine Frage stellen. Wieso darf ich da nicht rein? Was ist hinter der Tür? Welche Tür? Die am Ende. Ach komm, ich zeig sie dir. Die da. Woher soll ich denn wissen, was? Aber du weißt doch immer alles. Bügel. Bügel. Wie bitte, Bügel? Ich muss sofort welche für dein Zimmer besorgen. Sofort Bügel. Bügel, Bügel, Bügel. Du weißt nicht, wie sehr du mir fehlst, Mama. Violetta! Schmeckt er wenigstens gut? Du Göre, jetzt ist das Fass übergelaufen! Entschuldigen Sie, Elsa, das war keine Absicht. Senorita, du machst nichts ohne Absicht. Du bist eine Kriminelle. Eine Verbrecherin! Ich erlaube Ihnen nicht, so mit meiner Tochter zu reden, du meine Güte. Senor Ramon. Hier bin ich, Elsa. Ihre Tochter ist ein Monster. Schon sie gut, ist ein schon Dämon. Gut, schon gut, schon gut. Beruhigen Sie sich. Lasst ihr mich mit ihr allein, bitte, Elsa. Hier bin ich. Hören Sie mir mal zu. Wegen so einer Lappalie werden Sie doch nicht kündigen. Darf ich reinkommen? Ich hab zu tun. Ja, mein Liebling, das habe ich doch auch. Vor allem mit deinem Geburtstag. Warum lassen wir uns nicht einfach so richtig schön machen für morgen? Ich verspreche dir, du wirst dich fühlen wie eine Prinzessin. Sie werden dein Gesichtchen in Ordnung bringen. Sie werden was aus diesen Zotteln machen. Die Party wird dich alles vergessen lassen. Immer schön alles unter den Teppich kehren, oder? Weißt du, Liebling, sauber machen ist überhaupt nicht mein Ding. Lass uns lieber über Design reden. Ich habe eine Freundin, die Architektin ist. Die kann Feng Shui spektakulär mit getrockneten Blumen. Der helle Wahnsinn. Außerdem ist da noch die Sache mit dem Kleid. Warum probieren wir es nicht einfach mal an? Dann sehen wir, ob wir noch eine klitzekleine Kleinigkeit daran ändern müssen für morgen. Bitte, Jade, nimm es mir nicht übel, aber ich will keine Party. Aber Liebling, warte! Es ist dein Geburtstag, dein Geburtstag! Du bist die Verlobte meines Vaters, nicht meine Mutter. Überlass die Entscheidung mir.